Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann für die Jugendlichen in Berlin nur hoffen, dass es Ihnen mit der Jugendförderung ernst ist. Klar ist, dass es in der Vergangenheit mit sozialdemokratischer Jugendarbeit auch nicht geklappt hat, um an das vergangene Plenum anzuschließen. Jugend fördern können Sie anscheinend auch nicht. Aber wir schauen ja nach vorne und haben vor, die Regierungsarbeit so gut wie möglich konstruktiv zu begleiten. Auch wenn Frau Scheres das Angebot für die Bildung ausgeschlagen hat, wir werden es immer wieder wiederholen und auch in diesem Bereich der Jugend anbieten. Stichwort ist die Inkompetenz, Kompensationskompetenz der Freien Demokraten, die wir Ihnen gerne antragen. Auf einiges muss in der Ausgestaltung des Gesetzes geachtet werden, denn das wird leider aus dem Antrag nicht ganz klar. Wir empfehlen Ihnen daher, sich in die Details des 15. Kinder- und Jugendberichtes einzuarbeiten und diesen in die Erstellung des Gesetzes einzubeziehen. Wir finden die Empfehlung dieses Berichts durchaus beachtenswert, vor allem was die Warnungen vor dem Absacken hinsichtlich der Schulabschlüsse und der immer noch vorhandenen Chancenabhängigkeit durch soziale Herkunft betrifft. Es geht um Freiräume, Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbstständigung in einem Umfeld ohne gesellschaftliche Zwänge, mit seinen Fähigkeiten eine eigene Position zu entwickeln und selbstständig zu leben, ohne dabei verzweckt zu werden. Kurzum, es geht um den mündigen Bürger. Was steht dem entgegen? Die soziale Herkunft. Sie entscheidet noch immer über Lebenschancen. Dieses Problem dürfen wir nicht ignorieren, denn die Leidtragenden sind unsere Kinder und Jugendlichen. Wie von uns schon so oft im Parlament kritisiert, haben bislang alle ihre Bemühungen nur wenig gebracht. Sämtliche Studien über dieses Thema zeigen auf, sie haben hier auf ganzer Linie versagt. Es ist doch ein Stück aus dem Tollhaus, dass 20 Jahre sozialdemokratisch geprägte Bildungs-, Jugend- und Familienpolitik in Berlin dazu führt, dass die soziale Herkunft von Kindern so maßgeblich für den weiteren Lebensweg ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kinderarmut ist ein präsentes Problem. Soziale Herkunft entscheidet über den Bildungserfolg und die Lebenschancen von Menschen in dieser unserer schönen Stadt. Jugendfreizeiteinrichtungen sind nicht ausreichend vorhanden. Jugendämter sind nicht ausreichend besetzt, um den Kontroll- und Unterstützungsauftrag wahrzunehmen. Die RSDs sind nicht ausreichend besetzt. Kindertagesstätten sind nicht ausreichend vorhanden. Wir finden nicht ausreichend Personal für Kitas und Schulen. Und dies ist das Ergebnis von 20 Jahren nicht ausreichender sozialdemokratischer Politik. Herr Fresdorf, lassen Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Kittler zu? Nein, danke. Sagen Sie, schämen Sie sich denn da überhaupt nicht für? Haben Sie jemals das Gefühl, den Wählerauftrag erfüllt zu haben? Und wenn ja, wann und warum? Unser Auftrag ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihre eigenen Lebensentwürfe zu gestalten. Das muss man aber wollen. Das beinhaltet auch, dass nicht jeder junge Mensch Abitur machen muss, um erfolgreich zu sein. Das gleiche Ergebnis im Bildungsabschluss wird noch immer nicht alle gleich machen. Und das ist auch gut so, denn Menschen sind verschieden. Individuen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Lebensentwürfe und Wünsche. Und da hat Gleichmacherei nichts zu suchen. Wir sollten für mehr Förderung von Talenten sorgen, schon von Kleinkindbeinen an. Dies wurde auch in der letzten Zeit in einem bemerkenswerten Artikel bestätigt, dass es nicht nur um die Qualität des Abiturs schlecht bestellt ist, sondern auch der frühkindlichen Bildung. Eine weitere zentrale Botschaft des vorliegenden Kinder- und Jugendberichts ist es, Jugendliche und junge Erwachsene werden dabei als Akteure begriffen, die sich in vielfältigen Formen selbst positionieren. Unser bildungspolitisches Ziel ist erreicht, wenn die jungen Erwachsenen zu mündigen Bürgern werden. Bislang hat es durch Ihre Bildungs- und Jugendpolitik ja wunderbar funktioniert, sich die eigene Klientel heranzuziehen, die Sie als politische Erziehungsberechtigte anleiten wollen und durch alle Lebenslagen lotsen möchten, sei es Fleischverzehr, Pappbechergebrauch, Heizpilznutzung oder Führerscheinentzug fürs Draußenrauchen. Aber nach 20 Jahren reicht es nun mal wirklich damit. Kommen Sie bitte zum Ende Ihrer Rede. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Vertiefung zum vorliegenden Antrag erfolgt ja im Ausschuss. Wir werden die Inhalte und Ziele Ihrer Jugendfördermaßnahmen kritisch begleiten. Wir können uns einfach nicht leisten, weiter ideologisch rumzuexperimentieren und Generationen von Berlinerinnen und Berlinern diesem Rumgeeiere zu überlassen. Vielen Dank.